Fährt man durch Georgien, sind sie unübersehbar, die kräftigen Farben der Mosaiken aus der Sowjetzeit. Aber überall sind sie am Verschwinden und es gibt einen Zwiespalt. Hier kunstsinnige Westler, die glauben, man müsse sie unbedingt retten. Da Georgier, die Schrecken der Sowjetzeit mitgemacht haben und auf derlei platte Gebrauchsgrafik pfeifen, zumal so mancher Künstler und Politbürokrat sich damit bloß eine goldene Nase verdiente. Der Reihe nach. In Georgien kennt man Mosaiken noch aus der Zeit, als man Teil von Ostrum war, und die Sowjetunion dekorierte in den 30er Jahren die Moskauer U-Bahn-Station Majakowski mit Mosaiken. In Georgien und der Südsowjetunion beginnt die Welle der Mosaiken Mitte der 70er Jahre in Abchasien, der georgischen Riviera, genauer in Pizunda, einem modernen proletarischen Musterressort, das mit 7 Wolkenkratzern, Casino und Tanzsaal an die Schwarzmeerküste einlud. Dort schuf Surab Tsereteli die ersten 9 Mosaiken, vermutlich beeinflusst vom mexikanischen Muralismo, etwa den Wandmalereien und Mosaiken des strammen Kommunisten Siqueiros. Tsereteli wurde zu einem der reichsten Künstler der Sowjetzeit und besitzt heute in Moskau sein eigenes, gigantisches Museum, wo er empfängt und vor sich hin malt. Neben klassischen sowjetischen Motiven wie dem Rotarmisten setzten die georgischen Mosaikkünstler gerne auf klassische Motive, die sich fernab irgendwelcher ideologischer Position darstellen ließen. Dazu gehört Georgiens mehrtausendjährige Tradition in Sachen Weinbau und Trankesfreuden. Was auch immer passte, Kosmonauten und Raumfahrt, wobei die Helme oft an Heiligenscheine gemahnen, womit die Raumfahrt ikonografisch ins Religiöse lappt. Ihre Blüte hatten die Mosaiken in den 1980er Jahren, derweil sie heute vor sich hinbröckeln oder, zusammen mit obsoleten Gebäuden, dem Abriss anheimfallen, obwohl sie ein spezifischer Ausdruck der georgischen Kunstgeschichte sind.